Wenn ich ihn in Rom besuchte, hat er mir immer ein paar Cartoon-Bücher geliehen, denn er hat eine ganze Reihe von Cartoons und das hat mich immer sehr gefreut. Die Rede ist von Charles Moreau, dem designierten Bischof des Bistums Fribourg-Lausanne-Genf. Und mit diesem Satz eines seiner besten Freunde ist schon viel gesagt. Ein Mann, der lange in Rom war, der gerne Freude macht, ein Mann, der Literatur liebt, und zwar nicht nur theologische, ein ordnender Geist und einer, der Humor hat. Es ist spannend, dominikanische Mitbrüder von Charles Moreau zu besuchen, um so der Person des neuen Bischofs etwas näher zu kommen. Wir sind gute Freunde. Und in diesem Raum, in meinem Büro, haben wir Hunderte oder vielleicht Tausende von Stunden zusammen verbracht, Diskussionen und auch Filme zusammen haben wir gesehen. Ja, ich habe viele Erinnerungen von ihm. In Sachen Humor weiß auch Peter Spichtig, der nach seinem Noviziat Pater Charles als Submagister hatte, einiges zu erzählen. Seine Lachsalven sind legendär, die wird er hoffentlich auch einbringen in möglichen und vielleicht erstaunlichen Situationen, dass er euch auch entkrampfen kann. Und ich erinnere mich, er erzählte, dass er eingeladen war in einem Kreis von eher charismatischen Gruppierungen in der Kirche. Und haben verschiedene Leute Zeugnis gegeben und er hat auch so ein Zeugnis gegeben. Und die vor ihm haben so gesagt, ja, irgendwie, ich bin mir schlecht gegangen und ich habe Probleme gehabt als Jugendlicher, ich war in Drogen gewesen oder ich habe gesoffen. Und nachher habe ich Jesus kennengelernt und seitdem geht es mir gut. Und ein bisschen so ähnlich sind die Zeugnisse gewesen. Und dann kommt er und sagt, ja, ich war im College in Bühl und es ist mir gut gegangen, ich hatte kein Problem als Jugendlicher. Und nachher habe ich Dominikaner kennengelernt und seitdem habe ich Probleme im Zusammenleben mit denen. Also er hat das einfach auch ein bisschen umgekehrt und er will den Realismus reinbringen, wo die anderen vielleicht ein bisschen idealisiert haben. Also er ist einer, der immer ein bisschen die Sachen ein bisschen gegen Strich strahlen kann. Charles Moreau hat Humor, so also die Meinung seiner Mitbrüder. Gott hat Humor, so die Meinung von Charles Moreau. Ich hatte überhaupt keine Lust auf diese Aufgabe. Das muss wahrscheinlich Gottes Humor sein und der hat mich hart getroffen, sagte der designierte Bischof bei einer Pressekonferenz. Und jetzt freut er sich auf seine neue Aufgabe. Mit Gott zu leben, mit Christus zu leben, das ist meine Freude. Und auch wenn ich jetzt ein bisschen Angst habe, bin ich trotzdem glücklich. Was könnte mich von Christus trennen? Ja, nichts kann mich von Christus trennen. Und das genügt. Und das genügt auch für die Herausforderung überhaupt, die Weitergabe eines lebendigen, starken Christusglaubens im Bistum Fribourg-Lausanne-Genf im beginnenden 21. Jahrhundert. Man kennt einfach das Christentum nicht mehr. Vielleicht die Mehrheit nicht mehr. Die Strukturen sind noch da, aber der Glaube nicht mehr. Und der hat sofort vom Freude mit dem Evangelium geredet. Und ich finde das sehr schön. Und diese Freude trägt der neue Bischof auch hinaus, erzählt davon auch den Nichtgläubigen. Fast alle seine jüngeren Publikationen beschäftigen sich mit dem modernen Atheismus. Dialogpartner sind für ihn alle Menschen. Er ist nicht klerikal und er liebt Gespräche mit Leuten, die andere Meinungen haben. Und er liebt solche Gespräche. Und ich denke, nicht nur auf dem intellektuellen Niveau, aber auch menschlich. Und ich denke, dass er ein Bischof nicht nur für die Katholiken sein wird, aber auch ein Zeuge des christlichen Glaubens für alle in diesem Bistum und in der Schweiz sein wird. Bischof ist Pontifex, ist von Definition her ein Brückenbauer. Ich denke, dass gerade Pater Moreau weiß, wenn es sich um irgendein Problem handelt, die Dinge sehr rasch zu erfassen und auf ihren Punkt zu bringen. Und es ist jemand, der die Sache nicht dramatisiert, sondern wirklich sehr sachlich an Probleme herangeht. Überprüfen wir diese Aussage. Wie geht Charles Moreau wohl an das Thema Pflichtzölibat für Priester heran, das die meisten Schweizer Katholiken als Problem empfinden? Es gibt Probleme, die ich im Bistum lösen kann und es gibt schon genug Probleme. Für einige Fragen werde ich nicht lösen.
und ich würde mit solchen Fragen keine Zeit verlieren. Vor allem denke ich, dass es viel besser für die Priester und für die Seminaristen einfach zu sehen, was in ihrer Berufung schon schön ist. Wenn man den Priestern und Seminaristen sagt, ja, natürlich tun sie das und so, aber es wäre natürlich besser, etwas anders zu tun oder tun zu können, werden sie nicht sehr glücklich sein. Es ist meiner Meinung nach, und das ist auch meine Erfahrung, viel schöner zu denken, ja, es ist nicht einfach, es ist schwierig, aber wenn man sich einfach ganz für Gott gibt, kann man das auch schön finden. Und das ist auch eine Weise zu zeigen, dass es möglich ist, für Gott zu leben. Und wenn ich es sagen darf, wenn man sieht, wie die Lage der Kirchen ist, wo die Disziplin der Pfarrer verschieden ist, haben sie auch viele Probleme. Hart in der Sache kann Charles Morero also offenbar sein. Er will ganz klar sagen, das Ziel ist Christus und auf dahin müssen wir uns versuchen zusammenzufinden. Also in dem Sinn wird er sehr profiliert sein und gleichzeitig zwischenmenschlich sehr versöhnlich. Sein theologisches Profil bezieht Charles Morero unter anderem von der Beschäftigung mit dem großen mittelalterlichen Theologen Thomas von Aquin her, nicht zufällig ebenfalls ein Dominikaner. Obwohl Morero seine beiden Dissertationen über Luther und den modernen Pluralismus geschrieben hat, gilt er als einer der weltbesten Thomas von Aquin-Kenner. Doch was kann heutzutage ein Schweizer Bischof mit diesem mittelalterlichen Theologen anfangen? Thomas von Aquin hatte einige sehr wichtige Prinzipien, die wir immer benutzen können. Zum Beispiel keine Opposition zwischen Glauben und Vernunft, zum Beispiel. Auch wenn man seine Summa Theologiae liest, sieht man, dass er immer zu verstehen versucht, was die anderen gesagt und gedacht haben. Und das ist immer nützlich. Der dialogbereite Mann mit weitem Horizont und klaren Prinzipien, der von der Liebe zu Gott und zu den Menschen geprägt ist, hört in den Tagen vor seiner Weihe viele Wünsche. Und dem Wunsch seines ehemaligen Lehrers können sich wohl viele anschließen. Also ich wünsche dem neuen Bischof selbstverständlich und zunächst einmal Gottes Segen, aber vor allem auch viel Kraft im wahren Sinn des Wortes zu entscheiden, dort wo es nötig ist, und viel Geduld zu warten, bis die Leute dann auch seine Entscheidungen verstanden haben.